So, hallo, hallo, ich glaube, ich bin schon live. Ja, heute ist der dritte Tag unseres Crashkurses, Money Creation Crashkurs. Ja, wir brauchen alle Geld. Hey, guten Morgen. Wir brauchen alle Geld, damit wir uns unsere Wünsche und Träume ermöglichen können. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass unsere Wünsche und Träume sind eben auch nicht nur für uns, sondern für ganzes Umfeld. Wir sind keine Egoisten. Es hört sich immer so an, ja, Geld für deine Wünsche und Träume, aber deine Wünsche und Träume. Du bist ein Herzensmensch. Deine Wünsche und Träume, die sind so groß, die sind so weitreichend. Es geht niemals um uns selber alleine. Wir sind hier. Guten Morgen, Christine. Jetzt sehe ich, was hier läuft. Juhui. Ah, jetzt kapiere ich's. Hier hat's meine. Yes. Hier sehe ich die Kommentare. Juhu, wir können kommunizieren. Yay. Ja, wir sind alle hier Herzensmenschen. Wir haben alle Wünsche und Träume, die ganze Welt mit einschließen, oder? Es geht uns nicht um irgendwelche Reichtümer aufzuhäufen, sondern wir wollen ein gutes Leben in Liebe und Harmonie. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen, Katrin. Guten Morgen, Susi. Ja, wir wollen ein gutes Leben in Liebe und Harmonie, in Leichtigkeit, in Freude, in Frieden, in Freiheit, in Verbundenheit. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Und dass da Geld einfach ein Teil von uns ist, dass Geld eine Selbstverständlichkeit ist, ein Mittel, das immer zur Verfügung steht in absolut ausreichendem Ausmaß, so dass wir unsere Vision von Liebe, Freude, Leichtigkeit, Zusammengehörigkeit in die Welt tragen können, leben können in jedem einzelnen Moment von unserem Leben. Egal wohin, wir gehen in einen Supermarkt, wir kaufen einfach nur das Beste, mit Freude, mit Liebe, ökologischem Hintergrund, hergestellte Dinge. Wir werden nie wieder gezwungen, irgendwo Dinge zu kaufen und zu konsumieren, die uns, sage ich jetzt mal, ethisch unserem Weltbild überhaupt nicht entsprechen. Ja, das sind alles so Sachen, die wir uns wünschen, von denen wir träumen, dass wir einfach uns selbst verwirklichen können und nicht irgendwo durch Geld eingeschränkt werden in dem, was wir sein wollen, in dem, was wir tun wollen, in dem, was wir in die Welt tragen wollen oder auch für das, was wir ein Beispiel sein wollen. Genau, das war jetzt mal so die Einführung, ihr Lieben, um euch abzuholen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was in den letzten 3 Tagen, oder heute ist der dritte Tag, in den letzten 2 Tagen passiert ist? Wie war das für euch? Konntet ihr von diesem Crashkurs bis jetzt schon profitieren? Hat es bei euch ein bisschen Klick gemacht? Habt ihr Aha-Momente gehabt? Ich warte jetzt mal ein bisschen, weil ich bin ja immer ein bisschen voraus. Hi, ihr lieben Divine Money Ladies. Schaut mal, was ich hier anhabe. Ich habe natürlich nicht die entsprechende Unterwäsche angezogen, weil es ist ja Vormittag. Ich habe einfach nur diesen Pulli angezogen, den ich euch gezeigt habe, als ich den bestellt habe. Und da habe ich gedacht, heute ist doch der Tag, gestern kam er übrigens, heute ist der Tag, an dem ich euch ihn denn präsentiere. So sieht es natürlich nicht nach wahnsinnig viel aus. Das Highlight ist hinten. ein schön weit ausgeschnittener Rücken.
Keine Werbung, aber es ist von Victoria's Secret und ich liebe Victoria's Secret und ich wollte ja eigentlich wollte ich ja nur Pyjamas bestellen, aber dann ist mir dieser Pulli begegnet und jetzt ist er halt auch da. Es ist übrigens super einfach von Amerika zu bestellen, es geht total schnell, also zumindest in die Schweiz. Ja, ihr Lieben, nichts? Okay. Ja, dann müsst ihr weiter dranbleiben. Dranbleiben ist die Schwierigkeit. Ich habe es gelesen, auch unter dem Video von gestern hier in Facebook. Eben dieses Dranbleiben, diese äußeren Umstände, die immer noch so präsent sind, diese äußeren Beweise, die direkt in unser Gesicht fallen, die sind wahnsinnig schwierig. Und das ist das Schwierigste. Also stell dir vor, du hättest jetzt wirklich ein Retreat, was ich übrigens gestern für mich gemacht habe. Ich habe mir ein Retreat gegönnt, wirklich den ganzen Tag mit mir selbst gearbeitet, rausgefunden, was ist bei mir aktiv. Mich immer wieder gefragt, was sind meine Überzeugungen, was glaube ich, was nehme ich an, wie interpretiere ich das, was ich im Außen sehe, aus welchem Blickwinkel, aus welcher Perspektive interpretiere ich das, was ich im Außen sehe. Und ganz, ganz wichtig, wer bin ich, wenn ich so interpretiere? Wer bin ich, wenn ich solche Rückschlüsse ziehe? Was bedeutet das für mich, für das, wie ich mich selber sehe, wenn ich so einschränkende Rückschlüsse ziehe? Wenn ich Rückschlüsse ziehe, das geht nicht, wie soll es denn gehen? Es war schon immer so, es war immer anders. Und diese Rückschlüsse, die ich meistens ziehe und die wir konditioniert sind zu ziehen, sind Rückschlüsse, die von einem Menschen, einem Wesen, von einem Geist, von einem Mindset getroffen werden, der davon ausgeht, dass die Welt nicht aus unendlichen Potenzialen besteht. Unser automatischer Geist geht davon aus, dass alles irgendwie limitiert und beschränkt ist. Und so werden auch unsere Rückschlüsse gemacht, ja? Wir finden uns selten in dem Zustand, wo wir sagen, ich bin der Schöpfer hier. Ich, alles, was jemals schon da ist in meiner Welt, habe ich vorher erschaffen. Ich habe das erschaffen. Schaffen. Und weil ich es erschaffen habe, unbewusst, durch das, wie ich konditioniert bin, wie ich aufgewachsen bin, wie ich geprägt bin, wie ich die Dinge interpretiere, welche Rückschlüsse ich ziehe. Ja, diese Rückschlüsse, das ist so wichtig. Ich habe dennoch alles irgendwie kreiert. Es ist aus mir heraus entstanden. Und jetzt ist es nicht an der Zeit, mich irgendwo schuldig zu fühlen oder mich irgendwo dafür zu maßregeln oder auch nur klein oder opfermäßig zu fühlen, sondern genau jetzt ist es an der Zeit, dass ich das erkenne und sage, ich kann es ändern, ich kann es jeden Moment ändern, aber es geht nur, wenn ich es ganzheitlich ändere. Ich mein komplettes Selbstbild, Fremdbild, Weltbild komplett verändere. Aus allen limitierenden Überzeugungen die Wahrheit mache, und zwar, dass es keine Limits gibt, dass alles möglich ist und dass alles aus mir heraus entsteht. Ich muss keine Antworten mehr suchen, wenn ich weiß, ich bin die Antwort. Alles entsteht aus mir heraus. Meine einzige Arbeit ist, zu erkennen, was ist der Ist-Zustand.
was bin ich hier gerade am automatisch kreieren? Was kommt aus mir raus anhand meiner Wahrnehmung, Einschätzung, Bewertung, Vorstellungskraft? Was ist gerade hier das Status quo? Und erst dann, wenn ich dieses Status quo habe, kann ich das verändern. Und alle, die hier jetzt noch zuhören und auf irgendein Hokuspokus warten, der von außen wie ein Wunderenergie durch dich hindurchströmt und alles verändert, ich muss dich enttäuschen, du bist die Veränderung. Und wenn du nicht weißt, wie du die Veränderung sein kannst, musst du es lernen. Es ist ein hartes Lernen, es ist ein diszipliniertes Lernen. Und alle, die bei mir jetzt schon in dem Programm waren, die wissen das. Und es geht darum, dass du das annimmst und anerkennst und dass du wirklich willens bist, in deine Schöpferkraft einzutreten, willens bist, diese Power auszuüben. Und zwar aktiv dich zu konditionieren, dich in einen Zustand eines Schöpfers zu bringen, ein Schöpfer zu sein, zu denken, zu fühlen und zu handeln wie jemand, der erschafft, etwas kreiert. Du machst es eh. Aber jetzt geht es darum, dass du erkennst, es so zu machen, dass die Dinge, dass das Leben, dass alles so ist, wie es dein Herz begehrt. Und was heißt dein Herz begehrt? Wie es deine Freude begehrt, wie es deine Liebe begehrt, wie es alles begehrt, was sich wahnsinnig gut und großartig anfühlt. Aber dazu musst du einen Sprung aus deiner alten Welt, aus deinem alten Zustand, aus deinem alten Sein für dich erlauben. Und diese Erlaubnis, die kannst du dir nur geben, wenn du den richtigen Mindset hast, wenn du die richtigen Überzeugungen hast. Was heißt denn Mindset? Alle sind Mindset-Coaches, ja? Aber was heißt Mindset? Mindset heißt nicht nur denken. Mindset heißt überzeugen, Überzeugungen, Wissen, Annahmen, Interpretationen, Rückschlüsse, ja? Nicht nur Glaubenssätze. Das reicht nicht. Ich muss Glaubenssätze drehen, ich muss Überzeugungen drehen. Du brauchst ein gesamtes Konzept von dir als Schöpfer, wie du als göttlicher Schöpfer hier als Mensch wirken kannst mit deinen Möglichkeiten, die dir mitgegeben worden sind. Und das ist dieser gravierende, große, große Unterschied, dass du das lernen musst. Es ist dir falsch beigebracht worden. Du bist konditioniert worden. Du bist mit einem Automatismus versorgt worden, der im Außen etabliert ist. Deswegen sind die äußeren Umstände das Dümmste, an was du dich orientieren sollst. Sondern es geht darum, dass du für dich ein neues Lebens Denkkonzept, Seinskonzept so fest etablierst, wie dein altes Seinskonzept etabliert ist im Moment. Und dieser Weg daraus ist harzig. Er braucht ein Dranbleiben, er braucht ein Reflektieren, er braucht ein kontinuierliches Arbeiten. Von dem alten Zustand in den neuen Zustand zu springen, den alten Zustand in den neuen Zustand zu bringen und immer wieder das zu tun, in jeder Situation. Das musst du lernen. Das sind Techniken, die du brauchen kannst. Aber diese Techniken,
Die bringen dir nichts, wenn du nicht das Gesamtkonzept für dich als wahr und richtig akzeptiert hast, dass du göttlicher Schöpfer bist deiner eigenen Welt und dass du alle Macht, alle Autorität, alle Power hast, hier ein geiles Leben für dich zu kreieren. Und dass, wenn du da bist, dass alles für dich arbeitet. Du musst die Arbeit nicht machen. Und wenn du kapierst, dass du die Arbeit nicht machen musst, dann kapierst du auch, dass es leicht ist. Und ich sage nicht, die Arbeit an dir selber nicht machen. Du musst die Arbeit nicht machen, die dazu führt, dass die Dinge so sind, wie du sie kreierst. Diese Arbeit musst du nicht machen. Und wenn du aufhörst, irgendwelche Arbeiten zu machen und nur noch an dir arbeitest, dann geht es wahnsinnig schnell vorwärts. Du hast alles zur Verfügung, du musst es nur richtig kanalisieren, du musst es nur richtig einsetzen. Du musst einfach aufhören, die Dinge zu tun, die nichts bringen. Und deine Zeit, deine Energie, deine Investition da hinein zu lenken, wo es nachher sprießt. Und auch das zu wissen, ist neu für dich. Das ist neu für uns alle. Es ist alles neu. Die Teachings, die ich mache, die sind nicht neu. Die sind älter als das Älteste auf dieser Welt. Das Einzige, was ich mache, ist, ich spreche sie so aus, dass du sie umsetzen kannst. Ich mache ein Gesamtkonzept für dich daraus, dass du verstehst, dass du es annehmen kannst, dass dein Verstand es annehmen kann, weil wenn dein Verstand es nicht annehmen kann, kannst du es nicht umsetzen. Unmöglich. Viele sagen, ja, du musst es nicht verstehen, es geht einfach so. Aber wenn du es nicht verstehst, wirst du es niemals verinnerlichen als deine Wahrheit. Niemals. Du kommst so weit mit irgendwelchen Schritten, Konzepten, Abläufen, aber dann ist Schluss, weil deine Disziplin nicht ausreicht, alle Konzepte und Abläufe und Schritt-für-Schritt-Programme so durchzuführen, wie sie durchgeführt werden müssen, wenn du das Gesamtbild nicht für dich verinnerlicht und als wahr hast. Und das ist übrigens auch der Grund, warum so viele schon so ewig lang dran sind, genauso wie ich. Ich meine, ich weiß es jetzt, ich weiß es, woran es liegt und ich weiß, wie man es macht. Aber ich habe doch 15, 20 Jahre vielleicht sogar gebraucht, um es zu durchschauen und dann nochmal Jahre, um es für mich so tief zu verinnerlichen, dass mich nichts und niemand von der Überzeugung abbringen kann, dass ich Schöpfer meiner Realität bin und dass ich die Autorität, die Macht, die Kraft, die Power habe, die Dinge zu verändern, die mir nicht gefallen, inklusive Situationen, Personen, Beziehungen, Bankkonten, alles, 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 alles. Und nicht, weil es irgendwo eine äußere Kraft gibt, der ich vertrauen muss, sondern weil ich im Inneren mich so konditioniere, dass von mir aus die äußerliche Kraft, die göttliche Kraft, dann durch mich hindurch wirkt. Ja? Aber mich braucht es, damit alles fokussiert und kanalisiert wird. Gesetz der Aufmerksamkeit oder Quantenphysik oder wo dir sagt, du, dein Fokus, wo du hinschaust, das entsteht. Es muss also durch dich hindurch wirken. Es wirkt alles aus dir heraus. Und wie du in dir die Weichen stellst. Und die Weichen sind die Überzeugungen, es sind die Sichtweisen, es sind die Ansichten, es sind die Interpretationen, etc. etc.
Es wirkt durch dich hindurch. Du bist alles, aus dem alles entsteht. Und dich so zu fühlen, dich so zu sehen, dich so zu verhalten und so zu denken, dass hier hinten, hier vorne, aus dir heraus Geld fließt. Geld fließt. Durch dich hindurch fließt Geld. Es fließt hinein, es fließt hinaus. Es fließt hinein, es fließt hinaus. Und wie kann es sein, dass du es erlaubst, dass es durch dich hineinfließt? Wer musst du sein? Was musst du denken? Was möchtest du fühlen? Wie darfst du handeln, dass das Geld durch dich hineinfließt und dass es durch dich hinausfließt und dass hier ein unendlicher Fluss ist? Wer musst du sein? Was darfst du über dich denken? Was musst du über dich denken? Was musst du über die anderen denken? Was musst du über die Welt denken? Das ist so wichtig, das zu erarbeiten, das zu erkennen, das zu verstehen und dir die Erlaubnis zu geben, diese Person zu sein. Ohne das kommst du nicht weiter, nirgends. Du wirst immer wieder stecken bleiben. Und hier reden wir nur über Geld. Aber über was wir im Divine Creation Mastermind reden, das ist alles. Das bist du, das ist deine Welt, das ist dein Weltbild, das ist dein Selbstbild. Du darfst dich endlich gut fühlen. Du darfst dich endlich frei fühlen. Du darfst dich endlich nicht mehr beobachtet fühlen. Du darfst dich endlich so fühlen, wie es sich gehört, in Liebe und in Fülle. Du musst dich nie wieder bedroht fühlen. Du musst dich nie wieder in eine Ecke gedrängt fühlen. Du musst dich nie wieder falsch fühlen, weil du weißt, wie richtig du bist. Und das will ich für dich. Ich will, dass du das lernst und dass ein Nebenprodukt dein Bankkonto voll ist, dass du ein schönes Auto hast, dass du eine tolle Beziehung hast, dass du eine Partnerschaft hast, dass du ein Business hast und Business in dem Sinne, dass du dich verwirklichst hier, ja, und nicht ein Business, damit Geld reinkommt, sondern dass du ein Business hast, mit dem du dich verwirklichen darfst. Das will ich für dich. Und deswegen will ich, dass du die Möglichkeit hast, das zu lernen und das zu verinnerlichen. Und wie gesagt, ich sage es jetzt hier nochmal, melde dich an. Du hast die außergewöhnliche Möglichkeit, auch wenn du sagst, ich will nicht teachen, ich will kein Master of Divine Creation sein, komm trotzdem ins Programm. Komme. Mach das als Mastermind of Divine Creation mit für dich 2 Monate lang. Verändere dich, verändere deine Ansichten, verändere deine Welt, dein Umfeld, verändere dich und die Menschen um dich herum. Mach's einfach, weil es du kannst. Komm ins Mastermind, mach es 2 Monate und ich sage dir, es ist mir so wichtig, dass ich heute früh entschlossen habe, dass ich nicht nur am Mittwochabend um 20 Uhr einen Coaching-Call habe, sondern dass wir einen zweiten Coaching-Call haben, sonntags. Die Zeit weiß ich noch nicht. Wir werden uns sonntags auch noch treffen, damit wir dranbleiben, damit wir uns so trainieren gegenseitig, weil es ist das gleiche Mastermind für die, die nachher Master of Divine Creation sind und anderen Leuten dieses Teaching weitergeben und helfen, in kleinen Coaching-Sessions die Leute zu unterstützen. Mach's für dich und wenn du dann siehst, du willst es anderen weitergeben, dann gibt es für dich eine Möglichkeit, das zu tun. Mach's einfach. Hör auf zu jammern. Hör auf zu lamentieren. Tritt in deine Kraft und sei das, was du wirklich bist. Bist ein göttlicher Schöpfer, der sich nichts anderes wünscht, als Liebe und Harmonie und Vollkommenheit und Perfektion zu schöpfen. Aber dazu musst du lernen, es zu sehen, um es zu kreieren. Du musst lernen, es dir vorstellen zu können, um es zu kreieren. Und du hast jetzt hier diese einmalige Möglichkeit, dabei zu sein. Melde dich an. Frag mich, wenn du noch Fragen hast, aber geh über deinen Schweinehund hinaus.
und mach's endlich. Und such nicht mehr nach Lösungen. Hier hast du die gesamte Lösung. Es ist alles in dir. Du bist alles. Du kannst alles machen. Alles kommt aus dir heraus. Lerne es, wie es geht. Und nicht weiß es, wie es geht. Es gibt tausend Bücher, es gibt tausend Podcasts, es gibt tausend Videos, es gibt alles. Aber du musst es machen. Ärmel hoch, dich hinsetzen, dich mit dir beschäftigen, mit dir arbeiten. Und eine konsequente Modalität finden, die dich vom Aufstehen am Morgen bis zum Schlafen am Abend dorthin bringt, wo du sein willst. Dich in der Welt und der Realität und dem Denken hält, wo du sein willst. Und wenn du es nur den halben Tag machst, dann braucht es halt länger. Aber wenn du es schaffst, den ganzen Tag dich immer wieder dahin zurückzuholen, wo du sein möchtest, wenn du mal abdriftest, wenn du es hier hinkriegst, und den halben Tag, ein bisschen länger, ein bisschen länger, ein bisschen länger und irgendwann mal stehst du morgens auf als diese Person, die das Leben erschafft, in Liebe, in Dankbarkeit, in Freude, in Perfektion und gehst am Abend als die ins Bett. Und den ganzen Tag über erlebst du sogenannte Wunder, die du gar nicht mehr merkst, dass es Wunder sind, weil es ist dein neues Normal. Es ist normal für dich, dass die Dinge sich erledigen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, die du hast für dich und für andere. Es ist normal für dich. Und dahin möchte ich dich begleiten. Und dieses Normal, wo es normal für dich ist, alles zu haben, alles zu kreieren, dich gut zu fühlen, dich großartig zu fühlen, dich in Selbstliebe zu fühlen, dich in Liebe fürs Leben zu fühlen, dich zu bevollmächtigen, all das zu sein, für was du hier bist. Und Geld fließt durch dich hindurch. Mach diese Übung. Habe dieses Teaching von heute im Kopf. Schreibe dir die Dinge auf, die ich gesagt habe. Mache dir Notizen. Bringe es für dich in eigenen Worten auf den Punkt, um was es geht. Und konsumiere nicht nur, sondern verarbeite. Es sind drei Schritte, die so wichtig sind. Und du wirst vielleicht lachen. Ich habe das aus meinem Skilehrerausbildung. Zuerst lernst du, du erwirbst, erwerben, Wissen erwerben. Wenn du das Wissen erworben hast, dann lernst du es anzuwenden in verschiedenen Situationen. Lernst du dieses Wissen anzuwenden? Das Leben ist ein großartiges Spiel, dieses neue Wissen anzuwenden. Ein Spielplatz, um immer wieder in neuen Situationen anzuwenden, wer du bist als Schöpfer. Anzuwenden, wie du denkst als Schöpfer. Anzuwenden, wie du dich fühlen darfst als Schöpfer. Und anzuwenden, wie du zu handeln hast als Schöpfer. Nummer 3 hier. Gestalten. Gestalten. Das, was du jetzt normal in normalen Situationen hast und anwenden kannst, wie du dich als Schöpfer verhältst, wie du sprichst mit den Menschen, was du tust, das gestaltest du jetzt aus in allen möglichen Variationen, die dir in den Sinn kommen. Das gestaltest du aus, indem du, wie ich, vielleicht Videos machst. Das gestaltest du aus, indem du Menschen begeisterst, während du einfach nur beim Einkaufen bist. Das gestaltest du aus, indem du Leute einlädst, indem du weißt auch immer, was du machst, wenn du Künstlerin bist, indem du eine Ausstellung machst und sie nach deiner Art und Weise gestaltest, indem du, wenn du Sportler bist, indem du einfach verschiedene Variationen machst. Beim Skifahren wäre es jetzt zum Beispiel Einbeinskifahren oder Rückwärtsskifahren. Das wäre das Gestalten, ja? Und diese drei Schritte, die machst du jedes Mal,
wenn du etwas Neues erwirbst, ein neues Wissen, einen neuen Aha-Effekt hast, kapierst, wie das jetzt plötzlich doch noch besser und tiefer gemeint ist. Und du wendest es an in verschiedenen Situationen und nachher gestaltest du es aus. Und dann kannst du es. Und ich gehe wieder zurück zum Skifahren. Du bist ein Hammer-Skifahrer, wenn du gelernt hast, von einer Kurve an die andere zu setzen, das Ganze anzuwenden in verschiedenen Geländen, im Tiefschnee, in der Buckelpiste und so weiter, das kannst du anwenden und nachher kannst du es gestalten, indem du über Schanzen springst oder sonst irgendwas und damit tust du dich ableveln, du levelst dich ab, du lernst immer mehr anzuwenden, du lernst es immer mehr zu gestalten und genauso ist es hier auch. Du levelst dich ab als göttlicher Schöpfer, als Divine Creator. Du gehst immer einen Level höher. Und für mich ist der höchste Level eben diese Master of Divine Creation zu sein und zu helfen, anderen das Ganze zu erlernen, anzuwenden, umzusetzen, ihnen diese Dinge so klar zu machen. Auch hier wieder mein Teaching aus dem Skifahren. Menschen lernen unterschiedlich. Brauchen verschiedene Worte, verbrauchen verschiedene Erklärungsweisen, brauchen verschiedene Ansichten, brauchen verschiedene Perspektiven, brauchen verschiedene Erfahrungen, damit sie neues Wissen in sich verankern können. Und deswegen mache ich diese Ausbildung zum Master of Divine Creation, damit hier Menschen sind, die das kapieren und anderen helfen können. So, und zwar nicht nach meinem Stiefel und vielleicht, wenn du meine Teachings schon länger hörst, ich mache nicht nach meinem Stiefel, ich versuche alles Mögliche, alle möglichen Perspektiven, Arten und Weisen immer wieder auf denselben Punkt hinzubringen. Und ich kann es nur auf meine Art und Weise machen. Und wenn du Master of Divine Creation bist, machst du es so auf deine Art und Weise. Und es ist so wichtig, dass wir alle Menschen erreichen und sie ermächtigen und ihnen helfen, wenn sie auf dem Weg sind, in ihre Kraft und ihre göttliche Creation-Kraft einzutreten. Und nicht, weil sie Egos sind und nicht, weil sie meinen, sie sind was Besseres und nicht, weil sie einfach viel Kohle und einen fetten Karren wollen. Nein! Weil sie wollen, dass sich das Leben gut anfühlt für sich selbst und für andere. Und das ist Divine Creation. Also, wieder ein Haufen Input. Es ging auch wieder viel länger, als ich wollte. Aber es ist mir so wichtig, dass du es verstehst. Dass du verstehst, worum es geht. Dass du verstehst, warum du dabei sein musst. Und dass du verstehst, was du nachher damit machen kannst, wenn du es für dich implementiert hast. Ja, ihr Lieben, wow, jetzt sehe ich hier wieder nach. Guten Morgen, ihr Lieben. Das ist ein kritischer Punkt der Schuld und der Verantwortung. Ja, aber auch hier, was ist Schuld? Was ist Verantwortung? Ist es was Schlechtes oder ist es was Gutes? Schuld ist natürlich etwas Schlechtes. Aber Schuld und Verantwortung, was ist der Unterschied? Wenn ich die Verantwortung übernehme und sage, ja, ich bin Schöpfer, vorher war ich es unbewusst, also bin ich unschuldig, ich bin unschuldig, ja, das ist bei uns im Gesetz ja auch so, du bist unschuldig, denn sie wissen nicht, was sie tun, ja, solange du nicht weißt, was du tust und einfach nur so rumplätscherst im Sumpf des Lebens, dann bist du unschuldig, du bist per se unschuldig, aber wenn du plötzlich weißt, wer du wirklich bist, und auf diesen göttlichen Thron dich setzt und weißt, dass du göttlicher Schöpfer bist, dann ist es Schluss mit der Unschuld. Dann hast du eine Verantwortung. Und zwar die Verantwortung, zu handeln wie ein göttliches Wesen aus der Liebe heraus. Und das darfst du lernen. Aber dann gibt es nichts, sich zu schlagen oder klein zu machen oder sonst irgendwas zu minimieren, sondern da geht es einzig und allein drauf, zu sagen, wow, 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 ich hab's kapiert, ich kann was machen, ich allein, ja? Ja, früher war es ja immer so, oh, ich muss die Menschenmassen mobilisieren und sie müssen alle von mir kontrolliert und manipuliert werden, damit wir
das Volk die Kraft und die Stimme haben. Du alleine hast so viel Power, so viel Power. Und dass dann die Massen mobilisiert sind, nicht weil du schreist und nicht weil du alle manipulierst und kontrollierst, sondern weil du mit deiner Energie führst. Und alle dir nachlaufen und sagen, wow, da ist was besonders, da ist was göttlich, da ist was schön, da kann ich, glaube ich, was lernen. Und das geht's. Ah, ein Glück, später wieder kein Empfang. Oh je, guten Morgen. Schafft wieder mal live dabei zu sein. So schön. Ja, ich freue mich auch, wenn ihr live dabei seid und wenn ihr kommentiert, wenn ihr Fragen stellt. Das hilft mir, euch noch besser abzuholen. Es hilft mir, euch noch besser hier in meinen Gratis-Angeboten abzuholen. Aber mach's dir möglich, dass du nicht nur Gratis-Konsument bist, sondern mach's dir möglich, dass du investierst in dich, dass du mitkommst in dein neues Leben und dann so weit weitergehst, dass andere bei dir mitkommen. Können doch nicht alle bei mir mitkommen, verflixt. Will ich doch auch gar nicht. Habe ich doch gar nicht den Anspruch. Ich weiß, dass mich nicht jeder versteht. Ich weiß, dass wir so viele Stimmen brauchen, damit so viele Menschen gehört werden. Wir brauchen so viele Menschen, die hier sind und sich zur Verfügung stellen, in ihre göttliche Kraft und Power zu stehen. Also, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, dann töppelt es hier noch ein. Ja, also es wird so weitergehen, dass die, die die Reise mitmachen zum Master of Divine Creation, dass einige davon für euch nach diesen 2 Monaten oder vielleicht schon vorher, je nachdem, wie ready wer sich fühlt, für euch zur Verfügung stehen als Coaches in einzelnen Sessions, mit euch in Einzelsessions, ja, ohne dass die Leute gleich ein Programm buchen müssen. Dass wir die Möglichkeit haben, Leute mit Einzelsessions zu unterstützen, um da schon mal einen Samen und einen Grundstein zu erschaffen, dass mehr Menschen plötzlich Aha-Momente haben. Hi Ute, guten Morgen. Uiuiui, da musst du noch ganz schön nachschauen. Aha-Momente haben, dass die Leute, die noch nicht bereit sind, diesen großen Sprung zu machen und zu sagen, ja, ich will, ich hab die Schnauze so voll von dem Leben, wie es bis jetzt gelaufen ist. Ich habe die Schnauze so voll, mich so klein und so elend und so hilflos und unsicher und ausgeliefert zu fühlen. Dass die Leute, die noch nicht den großen Schritt machen, dann hier bei uns ihre Session buchen können, ihre ein spezielles Problem, das sie halt gerade sehen, das sie gerade bearbeiten wollen, eine Hilfe und eine Unterstützung bekommen. Aber das sind für mich so Pflaster, ja? So kannst du kleine Wunden heilen. Der finanzielle Aspekt bremst mich immer noch aus. Wie komme ich da weg? Mit einem Sprung, mit einer Entscheidung. Oder einfach sagst, ich weiß es jetzt. Alles das, was ich jetzt hier gehört habe, alles das resoniert so tief mit mir. Das ist meine innerste Wahrheit. Und diesen ganzen anderen Bullshit bin ich jetzt bereit, hinter mir zu lassen. Und ich gehe mit den Ladies mit. Ich gehe mit den Ladies mit, die diesen Weg schon vorausgehen. Und ich darf da mitkommen. Ich darf mitkommen. Ich darf mich inspirieren lassen. Ich erlaube mir das. Und glaube mir, du wirst es niemals bereuen, diese Investition in dich gemacht zu haben. Stell Fragen hier auch in der Facebook-Gruppe. Wir haben die ganzen Frauen von Divine Money und die mehrere Divine Money Runden auch mitgemacht haben. Die können die Antwort geben. Die antworten dir, wenn du ein Posting machst. Kriegst auf jeden Fall eine Antwort. 100% und nicht nur von mir. Aber wer nicht fragt, der kriegt keine Antwort. Also stellt die Fragen.
Die Ladies haben ihre Adventsvorträge gemacht. Sie haben sich offen gezeigt. Das ist alles in der Gruppe, das ist alles auf dem YouTube-Kanal. Sie haben offen gesprochen über ihre Reise, über ihre Transformation. Wir haben hier so mutige Frauen, die da sind, um als Leuchttürme zu agieren. Und die sind alle, wenn du die Adventsvorträge zuhörst, alle, die sich getraut haben, über sich zu sprechen, die haben es nicht geschenkt gekriegt. Und da kam auch nicht der Blitz, da kam nicht irgendwie die heilige Erleuchtung, sondern die haben es sich erarbeitet. Und zwar haben sie Entscheidungen getroffen, immer wieder Entscheidungen getroffen, die ihnen Angst gemacht hat, die unbekannt waren, die sie beängstigt haben. Und sie sind immer weitergegangen, weitergegangen, weitergegangen. Und ich kann nur eines sagen. Leute, das Pricing hier ist ja fast schon ramschig, wenn ich mir anschaue, was andere verlangen für Ausbildungen und so weiter und so fort. Hier hast du wirklich diese Möglichkeit, diese 3000 Euro 2 Monate lang, 2 Sessions pro Woche zu haben. 2 Sessions plus Austausch, plus Support, plus hinterher die Möglichkeit, wirklich weiter den Master of Divine Healing zu machen für dich und plus hier über meine Plattformen, über meine Social Media Präsenz andere Menschen zu erreichen und einen Beitrag dafür zu sein. Ein Beitrag dafür zu sein, dass diese Welt so unendlich wahrgenommen wird in ihren unendlichen Möglichkeiten, in all ihren Potenzialen, dass kein Mensch mehr sich elend fühlen muss, verflixt. Es muss sich niemand elend fühlen. Niemand muss sich elend fühlen. Und wenn man sich mal elend fühlt, was ich auch immer mal wieder regelmäßig tue, weiß ich warum und weiß ich, wie ich es verändern kann. Und ich habe alles, was ich brauche, um aus jedem Elend ein Geschenk zu machen. Und aus jedem Elend und aus jedem Downer und aus jedem Zusammenbruch einen Uplevel-Moment zu kreieren, wo ich sage, wow, jetzt kann ich wieder arbeiten. Jetzt, boah, boah, boah. Das Leben da draußen hat mich gerade wieder mal richtig gebeutelt. Bam. Und jetzt geht es wieder um Uplevel. Jetzt setze ich mich wieder hin. Jetzt ziehe ich mich wieder zurück. Jetzt schaue ich, was läuft. Und jetzt verändere ich wieder auf einem neuen Level, auf einem neuen Niveau. Und es geht darum, dass du bereit bist, dich von diesen sogenannten Niederschlägen inspirieren zu lassen und zu sagen, wie kann ich noch mehr göttlich kreieren? Wie kann ich noch mehr in meine Power gehen? Wie kann ich noch mehr die sein, die alles erschafft? Was kann ich noch mehr tun? Und hier kommen wir zu dem Punkt, wie kann ich noch mehr die Antwort sein? Wie kann ich noch mehr Service sein? Service für meine göttliche Herkunft. Wie kann ich hier als Mensch, ich bin hier, um für meine göttliche Herkunft ein Service zu sein, eine Dienstleistung. Ich habe einen Körper, damit ich hier göttlicher Dienstleister bin. Wie kann ich noch mehr von diesem tun? Und da muss ich bereit sein, diese ganze menschliche Kleinheit, Eingeschränktheit, Vorbeurteiltheit, Systemheit abzulegen, um in dieses Große einzutreten, und zwar von oben bis unten mit Haut und Haaren diese Person zu sein, die ein göttlicher Dienstleister ist und hier die Aufgabe von Divine Creation übernimmt, göttliche Sachen erschaffen, erschaffen in Liebe und Begeisterung, erschaffen in Ganzheit, Heilung, Harmonie und Glück. Wir können das. Wer denn sonst? Die Tiere? Ja, die Tiere. Aber wir sind hier, um noch viel mehr zu erschaffen. Viel, viel mehr. Ja, ihr Lieben, das war jetzt wieder ein Hammer-Teaching. Aber offensichtlich war es wichtig. Offensichtlich ist es wichtig. Ist es wichtig.
dass ihr dieses Teaching heute bekommt. Und wie gesagt, ich bin da die ganze Woche. Am 20. fangen wir an mit Divine Creation. Mastermind, Master of Divine Creation, wer das will. 20 Uhr, sonntags gibt es nochmal ein Meeting. Wir machen zwei Meetings in der Woche. Zwei jetzt, damit ihr von dem Scheiß außen nicht mehr eingesaugt werdet wie von einem Staubsauger. Genau. Also wer jetzt nicht dabei ist, dem kann ich halt auch nicht mehr helfen. Billiger wird es nicht, weil das ist echt eh schon Perlen vor die Säue geschmissen. Und ich mache es, weil es mir wichtig ist. Und ich mache es, weil ich hier eine Möglichkeit für dich erschaffen möchte, in zwei Monaten so einen Grundstein für dich zu legen. Aber dann ist es nicht fertig. Die, die nachher Master of Divine Creation sind, die haben schon lange vorausgearbeitet. Die haben ihre Divine Healing Ausbildung schon gemacht. Die haben schon ihre Divine Healings gemacht, findest du hier auch in der Gruppe. Aber du kannst es nachholen. Du musst einfach mal anfangen. Ich habe jetzt das ganze Konzept so aufgebaut, dass jeder, egal wo er anfängt bei mir, in welchem Programm, die Möglichkeit hat, nachher als Master of Divine Healing und Master of Divine Creation zu arbeiten. Du musst halt einfach irgendwann mal anfangen. Und die, die schon angefangen haben, die wirst du sehen. Die werden in zwei Monaten werden die hier sein und leuchten und dich inspirieren, genauso wie ich. Und das braucht's und das will ich, das ist meine Vision. Ich weiß, dass die Menschheit jetzt danach schreit. Okay, jetzt komme ich aber zum Schluss. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Also ihr Lieben, tschüssi.